Schauen wir mal, was hier noch so rumlungert. Was hätten wir stattdessen bekommen können? Oh wow, starke Pokémon. Peter Lustig. Peter Lustig hätten wir bekommen können. Das waren Zeiten. Mann, 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 das waren Zeiten, ne? So, Ivan, wie gesagt, auf Level 10 bringe ich ihn heute noch. Ein Spoink, auch ein Spoink mehr wäre mir lieber gewesen. Keine Ahnung, ich würde ihn, glaube ich, Mr. Piggy nennen. Keine Ahnung, wie nennt man einen Spoink? Pig, Pigster, Pigface, Mac, Pig, Pig. Ja! 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 Du mich auch, ne? Du hast den Clown gefrühstückt. Scheiße, nein! Deoxys, easy, ganz normaler Samstagmorgen. Ich habe keine Ahnung, was heute für ein Tag ist. Wahrscheinlich Mittwoch oder Sonntag. Irgendwie sowas. Hey, bleib stehen. Und ein Kind. Mit zwei Pokémon, ein Xatu. Ein Xatu und Mrs. Krabs. Nope. Na-ah-ah. Wir machen Fuchtler. Allein aus dem Grund, ich habe mir gedacht, dass das so effektiv ist, wie es normal effektiv ist. Normal effektiv, aber trotzdem stark. Mrs. Krabs erreicht Level 7. Und er lernt Härtner. Ein Blutzug. Da Blutzug, glaube ich, Käfer ist, kann man... Oh nein, Level 9. Na, vergiss, was ich sagen wollte. Level 9 ist mir zu heavy. Das würde nicht gut gehen. Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe es noch nicht notiert. Route 104. Ist ein Krebskorps mit P namens Mrs. Krabs. So, Blutzugsangriff sinkt, Aussetzer ging daneben. Das wäre auch bei einem Pokémon mit nur einer Attacke relativ fies. Ja. Ich glaube, da geht es gar nicht, wenn man nur eine Attacke kann. Mir soll es recht sein, bin ich ganz ehrlich. Und Mia ist besiegt. Wieso eigentlich I? Ich habe Sand im Schuh. Was ist das denn für ein I? Aber naja. Was haben wir hier? Nochmal ein Hubbelupf. Da er nur Wasser attacken kann. Wird wieder gewechselt. Los, Ivan, zerstöre Träume. Synthese, oh wie süß. Fuchtler. Ivan der Schreckliche fällt wieder ein paar Opfer. Heute Löwenzahn. Da
Löwenzahn. Schnösel! Alex mit einem Hut. Schadada, Hut. Es kann taglich, kann Blueberry. Kampf des Jahrtausends. Ohrwurm. 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 Jupp, und deswegen gibt's die Regel. Deswegen gibt's die Regel, dass auch ich einfach so Items einsetzen kann, wie ich lustig bin. Nur wegen diesem Trainer gibt's die Regel. Tatsächlich, ja. Ne, jetzt mal. Wirklich, ohne Spaß. Wegen diesem Trainer, weil der so früh schon mit Top-Genesung um sich schmeißt, der hat Level 8 Hut. Ansonsten hat der Level 7 Schwalbini, glaube ich. Und aus dem Grund darf ich's auch. Ich hab's extra auf 1 begrenzt. Sei mir dankbar, Alex. Aber wegen Schnöseln tatsächlich gibt es diese Regel. Danke. Danke, Schnösel. Da, ihr habt den Beweis jetzt. Das ist ganz gut eigentlich. Ein Volltreffer. Löwenzahn. Und Mrs. Krabs hat es ganz allein bewältigt. So, Schnösel Alex wurde besiegt. Wir können noch ein Pokémon fangen. Oder endlich wieder, weil das letzte Mal ein wenig her ist. Hallo, du. Okay. Ein Donnerstein. Und wir sind fein raus. Hier gibt es keinen Trainer, meine Bitch. Ist ja gut. Ein Rauchball. Yippie. Naja, okay, dann können wir ja jetzt ein Pokémon fangen. Womit haben wir es denn? Okidoki. Ein Sonnfell. Ich frage mich, bringt ein Blubber es um? Im Sonnfell wäre ich relativ zufrieden. Ah, okay. Ich gehe davon aus, dass es noch keine Steinattacken kann. Es kann jedoch schon tackle. Das ist auch eine Attacke. Okay, davon hätte man eventuell ausgehen können. Wir machen einfach mal weiter, weil ich nicht weiß, ob es noch einen Tackle überlebt. So ist halt auch nicht das Wahre, ne? Oh, Härtner. Härtner ist gut. Für uns zumindest. Oh ja. Der überlebt doch noch. Ein Volltreffer. Vom Sonnfell höchstpersönlich. Viel mehr scheint auch nicht zu gehen. Wir bringen es in den roten Bereich. Wahrscheinlich wird es jetzt noch langwieriger. Nein, wir sind da. Im roten Bereich können wir dann noch mal einen Pokéball schmeißen. Toll. Also ich bin ganz ehrlich, natürlich, ein Sonnfell ist nicht so geil. Es ist ein Sonnfell, ne? Es hat keine Entwicklung. Es ist jetzt
Nicht das Mega-Pokémon schlechthin, aber wir brauchen Pokémon. Wir sind nun mal in einer Situation, wo man relativ früh ein Team aufbauen sollte. Und jetzt kommt dieses Kack-Sonnenfeld und macht mir dann dicken, fetten Kackstreifen durch die Rechnung. So richtig fetter. So richtig fetter Bremsstreifen. So richtig fetter Kotfleck in der Unterbox. Weil es nicht im Pokéball bleiben will. Jetzt hör mir mal zu, du kleiner Sunny Boy. Ja? Jetzt hör du mir mal zu. Bleib drin, du Mistvieh. Na, verdammt! Okay, pass auf. Pass auf, du kleiner Bastard. Ja? Ich mach weiter. Ich mache weiter. Das kannst du nicht mehr erhöhen. Ich mache weiter. Ich bekomme dich. Und jetzt, wo ich dich so weit habe, ich habe noch 4 scheiß Pokebälle, Freunde. Oh, komm schon. Es muss halt das erste Pokémon sein, was gefangen wird. Sonst hätte ich auch kein Minun gefangen, nie im Leben. Oh, fuck. 2 Pokebälle. Bleib verdammt nochmal drin, ja? Drohungen, sage ich immer. Drohungen. Sonnenfell, Meteorit. Aus Sonnenlicht zieht Sonnenfell seine Energie. Es kann angeblich die Emotionen anderer sehen. Dieses Pokémon gibt eine starke Hitze ab, wenn es sich um die eigene Achse dreht. Ja. Und zwar für das spanische Wort für Sonne. Sol. Ich glaube, so war es zumindest. Wie heißt eigentlich der Ort? Entschuldigt aber. Der Blütenburgwald. Genau, der Blütenburgwald. Mit einem... Sonnenfell. Und es heißt... Sol. Wird Sonnenfell mit 2 angeschrieben? Ich glaube schon. Huch. Aber das ist halt auch so eine Sache. Die kann man immer wieder... nachgucken. Ne, es geht schneller. Das geht schneller, meine Lieben. Ja, mit 2N. So, jetzt haben wir Sol. Es hatte sogar noch 1 KP und hat trotzdem noch so viele Pokébälle gefuttert. Bobbelopf! Badabadabab. 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 Löwenzahn. Super kleiner Pooper. Wir heilen unser Dream Team und haben auch nicht mehr allzu viel Zeit. Ich werde jetzt noch ein klitzekleines bisschen Sonnenfell trainieren. Ich denke, das ist eine ganz fixe Idee. Mrs. Krabs hat ein Item. Feuerheiler. Okay. So, also Sonnenfell sollte auf Level 7 sein. Meiner Meinung nach, das wäre begrüßenswert. So, los, Sol.
Hey, Tackle ging daneben. Und Hobelop setzt Platscher ein. Oh, Tackle kann es auch. Ich fasse es nicht, dass Hobelop und Sonfell exakt gleich stark sind. Gleich schnell, nicht gleich stark. Das ist so unglaubwürdig. Weil, einfach nur, weil wir ein Steinbrocken sind. Ein Meteorit nun mal. Level 6! Jetzt theoretisch müssten wir dann die ganze Zeit schneller sein, da wir ein Level erreicht haben. Und Hubbelupf setzt brav Platscher ein. Sie, Victory. Das reicht nicht. Das hat ja gerade eben gerade so gereicht. Okay, ich bin gegen Alex gelaufen. Aber das Hubbelupf bringt Soul auf Level 7 und dann beende ich die Aufnahmesession. Wir machen noch einen kurzen Recap, wie die ersten drei Episoden denn so verlaufen sind. Nichts geschieht. Auch eine Aussage. Okidoki, wir erreichen Level 7 und erlernen Konfusion. Soul ist wertvoll. So, im Blütenburgwald unser Team Recap. Wir haben ein Sonnenfell. Soul heißt es. Es hat Schwebe, also keine Treffer durch Bodenattacken. Es ist ein Stein-Psyche-Pokémon. Es ist sacht. Der Angriff ist tatsächlich überraschend gut. Die Verteidigung auch. Die Spezialverteidigung und die Initiative sind mittelmäßig. Und der Spezialangriff, und das wundert mich ein klein wenig, weil es ist ja dennoch ein Psycho-Pokémon, ist schwach. Und der Angriff hoch. Und es macht für mich keinen Sinn. Die Verteidigung schon, es ist ein Stein. Aber, naja, ich denke vielleicht auch zu viel nach. Es kann Tackle, Härtner und Konfusion. Und ist, naja, unser neuestes Mitglied. Dann haben wir Tornupto. Jason 2. Haben wir ihn genannt. Ein mäßiges Pokémon. Level 5 haben wir es bekommen. Unser Starter. Im Prinzip. Der Spezialangriff ist sehr gut. Spezialverteidigung und Initiative sind gut. Okay. Auf jeden Fall gut. Angriff und Verteidigung. Okay. Das geht besser. Der Spezialangriff ist aber natürlich sehr gut und deswegen kann man da jetzt nichts Großartiges sagen. Es ist kein Glut, Tackle, Rauchwolke und Silberblick. Dann unser erster Schützling, unser erster Neuling, den wir bekommen haben. Garados, Ivan, der Schreckliche. Er hat Bedroher, senkt Angriff des Gegners, ist ein Wasserflug-Pokémon, aufpassen vor Elektro-Pokémon. Der Angriff ist sehr hoch. Hoch genug, um ein Kyogre ins Reich der Träume zu schicken. Die Verteidigung ist gut. Spezialverteidigung und Initiative sind auch noch okay. Und der Spezialangriff ist einfach nur räudig. Das heißt, er ist das perfekte Pokémon für Kaskade. Aber genau das falsche Pokémon für Surfer. Es kann leider nur Fuchtler. Aber daher lernt es hoffentlich noch genug. Und unser vierter Neuling nach Minun. Quatsch, unser dritter, unser vierter Neuling. Jason 2, Ivan, Minus Maus und jetzt Mrs. Krabs. Und ja, danach Sol. Mrs. Krabs ist ein Wasser-Pokémon, ein Krebskopf. Es wehrt Volltreffer ab durch Panzerhaut. Es ist mäßig. Der Angriff und die Verteidigung sind wirklich sehr gut. Der Spezialangriff ist noch okay und die Spezialverteidigung und die Initiative sind eher schlecht. Es kann Blubber und Härtner und ist nicht wirklich besonders
Doch, wer ist das in diesem Team schon? Mein Name ist Eddie Winkmann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Saphir, die Randomized Nuzlocke Challenge. Bis dahin, ciao.